Ein Mensch verschwindet einfach spurlos in Belgrad, obwohl seine letzten Momente von Sicherheitskameras aufgezeichnet werden. Einige denken, er sei ertrunken, andere glauben, er lebt noch. Ein kroatisches Model möchte ihn sogar in München gesehen haben. Im heutigen Video sprechen wir wieder über Matej Perisch, der immer noch verschwunden ist, zu dem es aber neue Informationen gibt. Außerdem korrigiere ich Fehlinformationen aus dem letzten Video. Ich werde jetzt nur grob den Fall zusammenfassen und dann zu den Updates kommen. Wenn ihr das erste Video von mir zu Matejs Verschwinden noch nicht gesehen habt, solltet ihr das jetzt tun. Ich habe es euch rechts oben verlinkt. Kommen wir zu der Zusammenfassung. Der 27-jährige Matej Perisch aus Split ist am 30. Dezember 2021 mit 7 Freunden in Belgrad feiern gewesen, in einem Club namens Gotik. Der Abend verlief, den Aussagen der Freunde nach, ganz normal. Sie haben ein wenig getrunken, nicht zu viel und hatten auch keine Auseinandersetzung. Gegen 1.30 Uhr ist Matej alleine auf die Tanzfläche gegangen. Nichts Außergewöhnliches. Was aber merkwürdig war, ist, dass Matej nicht zurückkam. Auch nach längerer Zeit nicht. Deswegen haben die Freunde sich auf die Suche nach ihm gemacht, Matej aber nicht gefunden. Daraufhin sind sie zur Garderobe gegangen und haben gesehen, dass Matejs Jacke noch dort hing. Sie versuchten, ihn anzurufen, aber es gelang ihnen nicht. Langsam machten sie sich Sorgen und weil sie nicht wussten, wo er war, verließen sie das Gotik und machten sich auf den Weg zu ihrem gemieteten Apartment, in der Hoffnung, ihn dort anzutreffen. Aber Matej war nicht in der Wohnung. Die Freunde dachten sich, dass er schon nach Hause kommen wird, weswegen sie nicht direkt die Polizei angerufen, sondern sich erst einmal schlafen gelegt haben. Als das Bett von Matej am nächsten Morgen immer noch unberührt war, vergrößerten sich die Sorgen und die Freunde suchten die Straßen Belgrads nach ihrem vermissten Freund ab. Über mehrere Stunden gingen sie die Partymeile, die Sava und Gassen ab, aber konnten ihn nicht finden. Ihnen wurde bewusst, dass irgendetwas ganz und gar nicht stimmt, weswegen sie gegen 18 Uhr am 31. Dezember die Polizei alarmierten und ihren Freund als vermisst gemeldet haben. Die Polizei wertete die Überwachungskameras in Belgrad aus und entdeckte Matej Perisch auf mehreren Aufnahmen. Diese zeigen, wie der 27-Jährige zielstrebig durch die Straßen joggt. Auf seinem Weg spricht er kurz mit einem Taxifahrer, rennt danach aber weiter. Sein Ziel? Das Restaurant Savanova, das, wie der Name schon vermuten lässt, direkt an der Sava liegt, dem Nebenfluss der Donau, der durch Belgrad fließt. Letzte Aufnahmen zeigen, wie Matej runter zum Ufer der Sava geht. Dort gibt es einen Steg und viele vermuten, dass er von diesem Steg ins Wasser gefallen ist. Denn es gibt ein Video einer weiteren Kamera, das zeigt, wie ein großer Gegenstand durch die Sava treibt. Das Video ist aber so dunkel und die Kameraqualität so schlecht, dass man nicht erkennen kann, ob dieser große Gegenstand nicht vielleicht Matej ist. Seitdem wird unaufhörlich durch kroatische und serbische Behörden und Freiwillige nach Matej Perisch gesucht. Bis jetzt wurde er nicht gefunden, aber der Fall von ihm schlägt so große Wellen, dass tagtäglich unzählige Male über ihn und sein Verschwinden berichtet wird. Auch in sozialen Netzwerken und Foren wird der Fall heiß diskutiert und rezipiert. Dabei sind in den letzten Wochen viele Informationen ans Licht gekommen, einige von ihnen wahrscheinlich wichtig, andere Hirngespinste von Menschen, die den Fall bewusst oder unbewusst künstlich aufbauschen wollen. Im Folgenden werden wir auf diese Informationen eingehen. Vorher aber noch kurz zu zwei Korrekturen, auf die ihr mich in den Kommentaren hingewiesen habt. An dieser Stelle natürlich auch vielen Dank für die ganzen Hinweise und den Input in den Kommentaren. Matej Perisch ist natürlich nicht über eine Stunde durch die Straßen Belgrads gelaufen, sondern nur knapp 15 Minuten, bis er am Savanova angekommen ist. Ich habe diese Information aus der Informationsleiste der Überwachungsaufnahmen, habe diese aber nicht weiter geprüft. Hätte ich das getan, hätte ich herausgefunden, dass die auf der Kamera angezeigten Zeiten noch nicht von Sommer auf Winter gestellt wurden. Im letzten Video habe ich gesagt, dass man nichts über den Taxifahrer weiß, aber der Taxifahrer wurde tatsächlich befragt. Dieser sagt, er habe Matej nicht mitgenommen, weil er schon einen Fahrgast im Auto hatte. Zudem soll er gesagt haben, dass Matej Perisch desorientiert gewirkt haben soll und er ihn, selbst wenn er nicht besetzt gewesen wäre, nicht mitgenommen hätte.
Eine Information, die ich interessant fand, aber noch nicht einordnen kann, ist die, dass die Freunde mit ihren Autos von Split nach Zagreb gefahren sind, dort einen Kleinbus gemietet haben und weiter nach Belgrad gefahren sind. Ihre privaten Autos haben sie also in Zagreb stehen lassen. Kommen wir jetzt aber zu den neuen Informationen und Updates. Wir wissen, dass die Polizei hunderte von Stunden an Videomaterial aller Überwachungskameras auf der Route von Perisch und in der Nähe ausgewertet hat, um so den Abend besser rekonstruieren zu können und vielleicht Verdächtige ausfindig zu machen. Es gibt hierzu aber leider keine neuen Informationen. Zumindest von offizieller Seite nicht. Auf YouTube gibt es aber ein Video von einer Privatperson, die das Video von Matej, als er runter zur Sava geht, genauer unter die Lupe genommen hat. Er zoomt tief hinein und meint, einen Beweis dafür gefunden zu haben, dass am Steg eine Person auf Matej gewartet hat. Also, dass er nicht alleine war. Ich blende das Video gerade im Hintergrund ein. Dieses kurz aufblitzende weiße Etwas soll die andere Person sein und der Beweis dafür, dass Matej nicht alleine war und dementsprechend Matejs Verschwinden kein freiwilliges war. Dadurch, dass das Video so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hat auch die Polizei davon erfahren. Das Video und alle anderen wurden zu Experten gegeben und werden gerade genauestens überprüft. Mehr haben sie bisher aber noch nicht dazu gesagt. Natürlich wird auch unentwegt weiter nach Matej gesucht. Polizei, Taucher und Spezialeinheiten suchen die Gegend und Gewässer ab. Unterstützt werden sie auch von einheimischen Fischern. Die Stelle, wo Matej vermeintlich in die Sava gegangen oder gefallen ist, wurde von Tauchern abgesucht. Zum Einsatz kam auch ein Sonarsystem, Wärmebildkameras und speziell ausgebildete Polizeihunde. Aber bisher gibt es keine Spuren auf Matej oder sein Handy. Deshalb wird die Suche bald auf die Donau ausgeweitet, die ungefähr 1 Kilometer vom Restaurant Savanovas entfernt liegt. Also die Sava mündet in die Donau. Aber leider waren die Wetterbedingungen für die Suche bisher auch eher hinderlich. In der Winterzeit fließt die Sava sehr schnell, fast 10 Kilometer pro Stunde. Und die Temperatur des Flusses lag bei 4 bis 5 Grad, wodurch man unter Wasser fast nicht sehen kann. Und sollte Matej wirklich ins Wasser gefallen sein, dann wäre er sehr schnell woanders hingetrieben worden. In die Donau sehr wahrscheinlich. Es gibt keine Beweise dafür, dass Matej in die Sava gefallen ist. Trotzdem geht die Polizei von diesem Szenario aus und sagt, dass dieses Szenario mit jedem Tag, an dem Matej nicht gefunden wird, wahrscheinlicher ist. Leider gibt es auch keine wirklichen Neuigkeiten zu dem Handy von Matej Perisch. Gäbe es diese oder würde es gefunden werden, wäre das wahrscheinlich des Rätsels Lösung. Wir wissen nur, dass es ungefähr 2 Stunden nachdem Perisch das letzte Mal auf der Kamera gesehen wurde, ein Signal in der Nähe der großen Kriegsinsel gegeben hat. Matejs Vater, Nenad Perisch, sagt auch, er mache sich immer noch Gedanken über die Ortung des Handys. Zwar soll Matej ein neues Handy gehabt haben, mit dem er bis zu einer halben Stunde im Wasser bleiben könne, aber das erklärt immer noch nicht, warum ungefähr 2 Stunden später ein Signal geortet wurde. Es könnte, die Betonung liegt auf dem Konjunktiv, ein Zeichen dafür sein, dass Matej noch lebt. Laut Polizei können sie aus technischen Gründen nicht auf die Mobilfunkdaten, darunter auch Chats und Kartenfunktionen, zugreifen. Würde das Telefon gefunden werden, wäre es natürlich viel einfacher, an die Daten zu gelangen. Erwähnenswert sind auch die vielen Spekulationen in verschiedenen Foren und Kommentarspalten über die Anzahl der Leute, die Matej Perisch bei Instagram abonniert haben. Einige Leute sagen, dass dies ein Beweis dafür wäre, dass er noch lebt, weil wie sollte es sonst sein, dass er 9 Leuten folgt? Das könnte natürlich sein, ist aber leider sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass Matej diesen Leuten eine Abo-Anfrage geschickt hat und diese die Anfragen erst nach seinem Verschwinden angenommen haben. Zum Verständnis, bei Instagram kann man entweder ein öffentliches oder privates Profil haben. Öffentlichen Profilen kann man einfach so folgen. Privaten Profilen muss man erst eine Anfrage schicken und diese müssen sie genehmigen, damit das Profil abonniert werden kann. Hier ein kurzes Zitat. Einige Leute haben die Theorie, dass er am Leben ist und dass sich die Anzahl der Menschen, denen er folgt, ändert. Und tatsächlich hat Matej möglicherweise jemanden eine Freundschaftsanfrage geschickt, bevor er verschwand,
sodass diese Person sie gerade erst akzeptiert hat. Aber das ist noch nicht alles. Erst vor kurzem ist einer Zeitung, die in jeder Instagram-Story Parrish markiert hat, aufgefallen, dass Matej Parrish ihre Story angesehen hat. Auch hier kurz zum Verständnis für die Leute, die Instagram nicht haben und nicht wissen, wie das funktioniert. Wenn man bei Instagram eine Story erstellt, kann man sehen, wer sich die Story angeguckt hat. So könnte das ein Lebenszeichen sein. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Polizei sein Instagram-Profil durchstöbert hat, auf der Suche nach Hinweisen und die Story angeklickt hat. Wenn nicht, dann wäre es ein Grund zur Hoffnung. In beiden Fällen müsste Matej Parrish ein neues Handy und eine neue Nummer haben, da die Behörden sein Handy sonst orten können. In den letzten Wochen haben den Vater von Matej auch viele fragwürdige Personen kontaktiert. Darunter Hellseher und Mentalisten, die ihm Orte genannt haben, wo er sich lebendig verstecken soll. Einer von ihnen sagte mir nur, ich solle meinem Sohn in einem zweistöckigen Haus in der Nähe des Donau-Theiss-Donau-Kanalsystems suchen und dass Matej dort im zweiten Stock ist und dass es ihm gut geht. Daraufhin betont Nena, dass es wichtig sei, dass nur Fakten veröffentlicht werden und nicht zu viel spekuliert wird, da es die Arbeit der Polizei behindern würde. Ich würde die Leute bitten, keine Lügen zu erzählen, weil die Polizei sie später richtig rücken muss. Seien wir ehrlich, ich laufe nicht vor der Wahrheit davon, was auch immer sie sein mag. Ich bin bereit, alles zu ertragen, um herauszufinden, wo mein Matej ist. Mir ist auch bewusst, dass viel Zeit vergangen ist, aber als Vater habe ich die Hoffnung, dass mein Sohn noch lebt. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber als Elternteil, solange es nur einen Funken Hoffnung gibt, glaube ich daran, dass er noch lebt. Die Frage, die sich die Ermittler gestellt haben, ist die, warum Matej Parrish zielstrebig zum Savanova gerannt ist. Eine Antwort darauf könnte ein vermeintliches Treffen gewesen sein, weswegen sie nach Personen gesucht haben, die einige Zeit vorher noch Kontakt zu Matej gehabt haben. Bei den Ermittlungen sind sie auf eine Frau aus Herzegowina gestoßen. Diese Frau haben Matej und seine Freunde anscheinend an einer Tankstelle auf dem Weg nach Belgrad kennengelernt. Matej und sie haben Nummern ausgetauscht und sogar miteinander geschrieben. Die Kommunikation ist aber am Abend des 30. Dezember abgebrochen, als Matej in die Stadt gegangen ist. Es ist immer noch unbekannt, ob er irgendwelche Vereinbarungen mit dem Mädchen getroffen hat. Es wird davon ausgegangen, dass die beiden sich auf ein baldiges Wiedersehen geeinigt haben. Als die Frau gehört hat, dass Matej verschwunden ist und ganz Kroatien und Serbien nach ihm suchen, soll sie erschüttert gewesen sein. Zwar weiß man noch nicht, ob ein Treffen vereinbart wurde, aber da die Ermittler wissen, wer die Frau ist und sie überprüft haben, kann man davon ausgehen, dass sie nichts mit dem Verschwinden von Matej zu tun hat. In den Fokus der Hobbydetektive ist auch die Schwester eines Freundes von Matej gerückt. Die Frau, über die in den letzten Wochen unzählige Beiträge gepostet wurden, heißt Maja Sopta. Maja ist 31 Jahre alt und nicht nur die Schwester eines Freundes von Matej, sondern auch eine Freundin von Matej, die am 30. Dezember in Belgrad war. Sie war die letzte Kontaktperson von Matej Parrish. Oder besser gesagt, sie war die letzte Person, die Matej versucht hat anzurufen. Anfänglich wurde behauptet, dass Maja den Anruf, der um 22.39 Uhr bei ihr eingegangen ist, entgegengenommen hat. Matej wegen der lauten Musik im Club aber nicht verstehen konnte. Doch nachdem weitere Gerüchte über sie und ihre vermeintliche Beteiligung an Matejs Verschwinden geschrieben und sie und ihre Familie belästigt wurden, meldete sie sich zu Wort. Sie sagte, dass sie den Anruf entgegengenommen habe, sei nur ein Gerücht. In Wahrheit hat sie den Anruf verpasst. Maja sei am 27. Dezember gegen 21.30 Uhr nach Belgrad gekommen und hätte bei einem Freund geschlafen. Am 28. sei sie essen gegangen und danach wäre sie krank geworden. Am 30. sei sie mit einem Freund zum Mittagessen ins Barbarogga gefahren. Noch bevor sie das Restaurant betreten hat, habe Matej sie angerufen. Aber weil das Handy auf dem Rücksitz lag, ist sie nicht drangegangen und hat ihn auch nicht zurückgerufen. Stattdessen hat sie ihm eine Nachricht auf Instagram geschickt und ihn gefragt, mit welchen Freunden er nach Belgrad gekommen ist, weil sie dachte, dass vielleicht ihr Bruder auch dabei sei. Auf die Instagram-Nachricht habe er ihr nicht mehr geantwortet. Und anscheinend, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege,
wird ihr eine Beteiligung am Verschwinden Matthäus nur aufgrund dieses Anrufs und ihrer Körpersprache in einem Interview nachgesagt. Das ist nicht viel. Gegen eine Beteiligung am Verschwinden von Matthäus Perisch sprechen jedoch starke Beweise. So hat sich Maya sofort bei der Polizei gemeldet, als sie vom Verschwinden erfahren hat. Zudem hat sie ihr Handy abgegeben und einen Lügendetektortest gemacht, den sie auch bestanden hat. Dazu kommt auch noch, dass sie unter der Beobachtung der Polizei steht. Und Belgrad ist voller Sicherheitskameras, die von ihnen ausgewertet wurden. Und Maya wurde auf ihnen nicht gesichtet. Also eigentlich spricht alles, außer ich habe irgendeine kroatische Quelle übersehen, für die Unschuld Majas. Trotzdem wird sie nicht in Ruhe gelassen und jeden Tag terrorisiert. Wir durften uns wegen der Ermittlungen nicht öffentlich äußern, uns nicht einmischen. Aber ich habe die Lügen satt. Sie belästigen meine Mutter zu Hause, belagern mein Haus und die Schule, an der ich unterrichte. Sie fügt noch hinzu, dass sie alles dafür tun würde, um Matthäus zu finden. In den letzten Tagen machte ein kroatisches Model, das in München lebt, Schlagzeilen. Sie behauptete in einem Post, dass sie in der Münchner Innenstadt einen Mann gesehen habe, der genauso aussah wie Matthäus Perisch. Dieser Mann soll an einem Geldautomaten gestanden und Geld abgehoben haben. Danach sei er zum Mandarin Oriental Hotel gegangen. Unter dem Post fragte sie die Leute noch, wie groß der vermisste Mann aus Split genau sei, weil sie sich sicher sei, dass der Mann wirklich Matthäus Perisch war. Ich habe gerade eine Person getroffen, die genauso aussieht wie er, dreimal in der Münchner Innenstadt. Der Vater von Matthäus hat davon erfahren und es an die serbische Polizei weitergeleitet. Diese soll sich schon an die kroatische und deutsche Polizei gewendet haben. Nenad Perisic fügt noch Folgendes hinzu. Auf die Sichtung in München habe ich noch keine Antwort. Ich kann nur sagen, dass Matthäus Reisepass und sein Personalausweis bei mir zu Hause in Split sind. Das lässt mich vermuten, dass die Person nicht Matthäus ist, weil ich wirklich nicht weiß, wie Matthäus geschafft haben soll, ohne Personaldokumente von Belgrad nach München zu kommen. Und das sind alle neuen Informationen, die ich gefunden habe. Sollte ich noch Informationen vergessen haben, lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Auf Theorien wie die, dass in dem Kleinbus, den die Freundin Zagreb gemietet haben, Drogenspuren gefunden wurden, genauer gesagt Speed, bin ich extra nicht eingegangen, weil ich dazu keine Quelle gefunden habe, die das wirklich bestätigt. Wenn ihr eine habt, schickt mir diese gerne per E-Mail an insolito.yt@gmail.com. Sollte es Neuigkeiten im Fall von Matthäus Perisch geben, werde ich euch diese natürlich mitteilen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Mit nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschlägen unterstützt ihr diesen Kanal enorm. So trickst mir den Algorithmus ein wenig aus und Insolito wird Leuten vorgeschlagen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.